Hey, ciao zusammen, willkommen zurück im Raymond in der Rattenkiste zur nächsten Folge Stardew Valley. Folge 151 sollte das sein, wenn mir nicht alles täuscht. Und ich habe vor euch gerade eine erste Frage aus dem Quiz. Wer sang Bump and Grind und She's Got That Vibe? R. Kelly, Usher oder Boys to Men? Die richtige Antwort ist natürlich der R. Kelly. Das hätte ich jetzt sogar gewusst, für einmal. So, heute ist mal wieder schönes Wetter. Schauen wir mal, was der Wetterbericht von morgen so sagt. Mal mit wunderschön, die Königin der Susan gibt uns noch einen Ahornriegel mit auf den Weg. Und der Wahrsager sagt, die Geister sind heute gut drauf. Das ist doch schon mal eine Ansage. Oder gehen wir mal da raus schauen, was da los ist. Wie sind die Tierchen einfach wieder raus? Rini, ich bin wirklich froh, dass du ein Teil unserer Gemeinde geworden bist. Ich habe einen Scheck über 500 Gramm, 500 Gold. Der Stern... jetzt ist das schon wieder gewachsen. Der Stern Tautaler Agrarfonds beigelegt, um dir zu helfen, weiterhin gute Arbeit zu leisten. Cool, danke für den. Da kommen wir eigentlich auch recht regelmäßig über. Und heute ist Sonntag, gell? Wann springt es zurück? Heute, ja, genau. Cool. So, hat es wieder Batterien gegeben, da hat es wieder die gegeben. So, und dann haben wir da oben Saft. Rotkohlsaft. Rotkohlsaft. Und da hat es Blaubeere gegeben, Lackens da Blaubeere und Melonas hat es gegeben. Uiuiui, hat es da viel Melonas. Einfach rechtsklick heben, einmal quer durch. Und schon wieder hopfen, das ist der Rieschgott. Habe ich jetzt etwas völlig falsch? Ist etwas völlig falsch in Erinnerung? Das ist doch erst gerade. Hat doch gerade gestern Hopfen abgenommen, ne? Machst du das so schnell, Amix, wieder nachher? So, was haben sie da? Das Ausrufezeichen heisst doch jetzt irgendwie. Bringe. Okay. Was ist das? Haben wir so etwas? Rotkohlsaft, fragen wir mal. Eine Frage. Dann haben wir das helles Bier. Was ist das? Haben wir das? Das ist ein ganz klumpiger Stein ausgesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss schnell da einen Fischteich. Wenn ich nicht mal weiß, wie es heisst. Was haben wir denn? So ein Lava, irgendetwas. Aber es war eigentlich wirklich ein super Tag gewesen. Dort ist alles aufgegangen. Haben wir noch den Lava. Der heißt Lava. Lava, 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 Lava. Mr. Lava, Lava. Lava. Okay. Lava, da. Ah, da ist nicht, was man muss bringen, sondern was man überkommt. Das wird ja eigentlich noch nicht wissen. Da. Nö. Ich komme immer noch nicht ganz raus, was man dort bringen muss. Basalt ist das. Kann man aus Magma-Geode oder Omni-Geode gewinnen? Wir haben gerade 3 Magma-Geode. Es wäre wieder. Es wäre also. Oder? Wisst ihr, was ich meine? Es wäre wirklich so. Einfach fast wieder zu übertrieben viel Glück. Aber ich bin ein Glückskind. Also eventuell habe ich auch einfach wirklich mega Schwein. Und das wäre muy amusante. Hopfensätzlich machen wir nicht dort hin, rote Beete kann nicht dort hin, aber die nehmen wir 1, 2, 3, 4, nehmen wir gleich ganz schnell mit, respektive. Haben wir gerade ein paar mehr mit. So. Wir brauchen. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen. Oh, das ist gewachsen! Ah, ich habe nicht gecheckt, dass das gewachsen ist. Hoffentlich steht das nicht schon lange da, ich habe es echt gepackt.
Boah, die steht doch sicher schon ewig da, oder? Wow. So. So schön. Jetzt gehen wir mal rein, einfach zum Testen. Wer weiß echt nicht. Gehen wir mal da rein, respektive gehen noch einen zweiten da rein. Auch weil ich nicht so recht weiss, wie die funktionieren, ehrlich gesagt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte jetzt dort nachher Zeugs für uns rauskommen. Aber dann müssen wir heute dringend schnell zum Pierre. Weil, wir haben zwar noch 4 Hopfensätzchen, ja. Wo ich... natürlich auch noch rausbringen. Wie lange gehen die? 11 Tage? Es ist der 4. Yes. Nein, das mache ich nicht. So. Dann nehme ich die wieder rein. Die haben wir aber da. So, und jetzt nimmt es mich wunder, ob da mehr rauskommt. Stern 15. Okay. Okay. Okay, okay, okay. 13 Tage. Das wären 27. Ist das gerecht eigentlich gerade noch? Also dann habe ich das schon richtig verstanden, wie das funktioniert. Wir gehen gerade alle zuerst schnell beim Pierre vorbei, damit wir das erledigt haben, weil ich will nicht dort einfach Felder verkehren lassen, ehrlich gesagt. So. So, da hat es noch einen Auftrag. Oktopus auf den Grabstein meines Urgroßvaters legen. Schräg, aber ja. Bringst du in 5 Tagen heran, können wir mehrmals. Tomatli. Im Sommer. Mohn. Sommerschmucksaat. Für Mais. Sonnenblume pflanzt im Sommer oder Herbst, wächst in 8 Tagen zu einer großen Sonnenblume. Das haben wir gerade mal gehabt, oder? Bringt bei der Ernte noch mehr Samen ein. Ja, okay. Ja gut, wir brauchen ja mega viel, ne? Pflanzen sie im Herbst, nächsten 4 Tagen an, ernte sie mit einer Sense. Das ist das, wo gemäß Wasserfrau gab kein Wasser braucht. Da weiß ich jetzt immer wieder nicht. Apfelsetzlig. Granatapfelsetzlig. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Ich habe den Überblick von unseren Bäumen habe ich völlig verloren. So, ja dann. Sonnenblumen. Mais. Elf Tage für Tomaten ist eigentlich noch krass. He? Was braucht denn da so nicht so lang? Radiesli, 6 Tage. Mohn, 7. Machen wir noch ein paar Mohn. Weizen kostet praktisch nichts. He? Weizen studiere ich gerade, ob es wert wäre, einfach so gegen den Schluss noch alles mit Weizen aufzufüllen. Damit die Felder dann nicht verkehren. Wobei die wächst ja auch. Die wächst ja auch über beides. Komm, wir machen einfach nur ein paar Mais. So, Mais kann man nie genug haben. Willst du eigentlich auch etwas für uns? So. Nicht. Dann gehen wir wieder zurück und machen das Feld parat. Auch wenn wir heute ein bisschen Glück haben, passen wir den Teil jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Jetzt hätten wir eher sollen mal auf Ding steuern. In die Höhle. Aber wer weiß, können wir vielleicht immer noch machen. Da haben wir. Kaktusfruchtgelees und ein Gewürzbeerengelee.
Dann würde ich doch sagen, dass wir hier gerade die Weintrauben respektive Hi. Ich nehme aber wirklich immer das Falsche. Respektiv nehmen wir hier noch die zwei. So und so. So, und dann tun wir da mal ein bisschen aussäen. Sonnenblumensaat. Sommer oder Herbst, ja genau. Ja, der ist auf eine grosse Farm. Ne, also das ist schon ein Schmuck. Finde ich jetzt. Ist gar nicht so ohne. Sonnenblümchen. Dann. Die da im Sommer, ja genau, pflanzen wir noch im Mond. Ich frage mich, wie lange das die Sterne... Was haben wir da noch? Rote Beete, ja genau, das ist für nachher. Wie lange das die Sternenfrucht echt schon ready gewesen sind, ich habe es nicht gecheckt. Ich werde da ja wieder einen Schranz gemacht haben. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist genau jetzt fertig geworden. So. Nicht wollen, sondern so. Dann bleibe ich hier in unserer Vogelschüche hängen. Da ist alles am Tour, es ist gut so weit. Basalt. Also ob ich einfach gerade so irgendwoher Basalt hätte, oder? Ui. Da innen geht es wieder ab. Ah, Erdbeeren müssen wir kaum retten. Dun, dun, dun. Wir haben immer noch so viele Erdbeeren. Ich könnte da ihnen eigentlich auch alles voll fassen machen. So, so, so. So. Da unten haben wir noch eine vergessen, bitte auch nicht gesehen. So. Das ist aber noch nicht fertig. Daher das grosse Ding ins Deppe. Vielleicht habe ich irgendwo noch eine übersehen. Ja genau, warum ich aber da eigentlich da reingekommen bin, ist wegen dem. Uff, darf auch nicht zu lange drauf bleiben. Hey. So. Und so. Und so. Und haben wir den noch? So. Dann. So eigentlich. Dann haben wir da mal die rein. Und ich habe schon wieder seltene Saat gekauft. Wie geil ist das? Cool, ja, weil wir aber nicht alle Erdbeeren verarbeiten, verkaufen wir jetzt einfach alle auf das Mal. Wie krasse Siechen, hey. Nein, sind wie krasse Siechen. Il Cavallo. Und da haben wir definitiv ein paar verirrt. Da, schaut mal, die sind einfach draußen. Ja, es wird tatsächlich kann ich da die gleichen Bäume herpflanzen. Oh, Moment mal. Ah, kein Basalt. Oh. Ah, schade, das ist gemeint, das Gechi. Nein, absteigen. So, schön, so. So. Schauen wir schnell hier rein. Rein hat es noch ein bisschen von denen gegeben. Und ui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 
So. Und. Hat es doch noch eins, kann ich sagen. So. Kartoffelpuffer. Oh. Aha. So, alle zusammen. Mäkelili. Trüffel essen. No, no, no. So, dann einfach aufsammeln, mitnehmen. Die dann noch einmal verdünnen. So. So, und ja, ich verliere langsam den Überblick. Ich sollte einen Knecht haben. Oder eine Knechtin. Und so noch. Ja, da habe ich jetzt ein das falsche Zeug drin geschmissen, aber ja, noch. Und ich hätte auch noch so einen Bäume gepflanzt. Ich kaufe mal die Entenfeder, aber auch noch. Eier, Milch, Trüffel aber nicht. Die gehen wir natürlich vertrüffeln. Gehen wir hier auch noch in unsere Kleiderkiste. Gehen wir noch zwei Trüffel. Ich meine, ist ja klar, das machen wir so. Basalt. Ja, bis wir überhaupt schon da vorne sind. Er hat das Ding ja schon zu. Also, vielleicht habe ich die auch ja schon gepflanzt. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich glaube, ich sollte die können ganz da raus tun. Traue mich aber wie fast nicht. So. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Zeitlich. Ist jetzt ein bisschen blöd. Weil zeitlich lange es nicht mehr. Glaube ich. Zum Ding gehen. Und die Ding lange es auch nicht mehr. Also die Ding, oder? Ihr wisst ja. Die Ding. Weil die Hand zu. Genau, 16.00. Schade. Ein Steinbruch gönnt. Jetzt irgendwo Wurmis oder so, wenn man Basalt herkriegt. No. Dann machen wir aber folgendes. Wir gehen gleich in die Stadt. Und. Ich habe ein jüngstes Zeug dabei, das wir gar nicht brauchen. Das sagen die mir ja die ganze Zeit, ich weiß. Schauen wir noch ganz schnell da runter. Weil da hat es nämlich Basalt. Ist ja völlig klar. Ah, schade. Kein Basalt. Da gehen wir nachher. Gehen wir noch über Holz. Ah, ich muss doch einfach mein Pferd mitnehmen. Das ist ja wirklich nicht das Geschenk, danke dir. Ich bin wieder entlang des Meeres gekommen. Yes, we know. We know. Wenn jetzt der Willi gerade noch da einer würde rauflaufen, würde ihm gerade noch ein Honigmett ausgeben. Das hat wahrscheinlich wegen dem Auftrag, oder? Monster, ne? Saftige Käfer. Es geht vielleicht in die Tolle bei Willis Haus. Ja, genau, nein, das machen wir nicht. Aber, Willi. Schau mal. Was denn groß hat das geschrieben? Wenn du höherwertige Angeln kaufst, kannst du Köder und Geräte alleine bringen. Das wissen wir doch, Willi. Es gibt viele Geräte, ja. Gang ich aus dem Verkaufsmodus, Willi. Schon gut. Langsam, langsam kommt es mit dem Willi. Hey, mag uns langsam so ein bisschen. Gut, dann gehen wir noch unserer eigentlichen völligen Berufung nach. Ist ja auch vielleicht jetzt Achtung.
Vielleicht kann man ja Basalt hier unten kaufen. Das wäre jetzt geil, nicht? Wem könnte Basalt kaufen? Entschuldige, ich bin gegenüber Mensch. Nimm mal noch ein wenig an, Mensch. Mein Laden steht hier noch im Ofen. Das will ich. Komm, weißt du, was machen wir jetzt? Ein tiefschwarzes Ei mit roten Flecken. Es fühlt sich warm an. Wir kaufen jetzt so ein Schotter-Ei und dann das bei uns ausblüten. Und dann schauen wir, was passiert. Es ist eigentlich fast ein bisschen schade, was ich da mache. Wenn wir schon mal Schwein haben und ich gehe, wenn wir Schwein haben, nicht in die Höhle. Wow, vielen Dank, das ist super grandios. Wow, 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 hi du. Wow, wow, wow. Sorry. Rein. So, und jetzt gehen wir noch hingehen, hocken. Noch hingehen, Holz hocken. Weil ich glaube, wir brauchen für meine Pläne noch mega viel Holz. Das da oben. Abigail, wenn mich nicht alles täuscht. Und sie hat gern Edelwicke und Gelee. Unbeliebt. Haben wir keine Edelwicke mehr. Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben den Aussteller. Abigail. Was soll ich damit anfangen? Hast du jemals das Bedürfnis, einfach auf Erkundungstour zu gehen? Rainy? Ja. Okay, stell dir einfach vor, du hättest einen kostenlosen Urlaub gewonnen. Wohin würdest du gehen? Zum Strand, in eine dunkle Höhle, in alten knorrigen Wand, zur Joja Mega Warm. In die dunkle Höhle. Ah, ah, ah. Oh ja, das klingt wundervoll. Mhm, sie ist eben so ein. Weiß nicht, ob sie so ein Emo-Zeugsel darstellt. Aber sie gamet gern und das ist mir äußerst sympathisch. Hat aber nicht gern ausstellen. Ist okay. Muss man nicht gerne. Ach, ich habe tatsächlich noch gar nicht ausstehen probiert, merke ich gerade. Habe ich etwas verpasst? Wahrscheinlich das Papptell. Also mal jeden Morgen auf dem Sandwich ein bisschen ausstehen und so. Neben dem Kaviar halt. Handelsüblicher Standard, oder? Sind nicht ausstehen so ein Aphrodisiakum noch? Bin ich jetzt da falsch? Ich glaube, oder? Zeigt man es auch, dann wird man nachher rollig bis an. Aber das habe ich schon gesehen, da ist noch Holz. Den dürfen da nicht verbrauchen. Haben wir ein Holz? 212 Holz. Ist auch nicht so schlecht. Dann holen wir bei dieser Chance. Ich weiß nicht, wieso ich kann mein Pferd nicht mitnehmen. Echt keine Ahnung. Aber notfalls hätten wir Teleport Totem Hof. Holen wir da noch ein. Noch ein Hartholz und so Strauß fahren. Und ich bis jetzt eigentlich immer noch nicht rausgefunden habe. Hey, schaffe ich es dann? Für was die überhaupt sollen gut sein? Straußen fahren, ich meine. So ohne Scheiß, wer braucht das? Oben hat es noch ein Geistli, habe ich gesehen. Und da ist noch ein Hasi versickert. Meine Wand natürlich noch so ein Stein im Weg liegt, einfach so. Gratis zum Mitnehmen. Es wird spät. Yes, I know. Wir gehen ja auch ein, jetzt.
Aber das war vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Das Kaiba-Holz ist eigentlich schon noch so eine Sache. Das brauchst du eigentlich immer. Und denkst immer, ja, hat ja mega viel umeinander. Aber irgendwie... Irgendwie... habe ich dann gleich nie zu viel. Ich könnte steuern, wo der Baum hergeht. Dem, dass er ein bisschen... in die Richtung... Also wenn ihr wollt, dass der Baum links geht, dann eher ein rechts reinbratschen. Wenn ihr wollt, dass er rechts geht, eher ein bisschen links reinbratschen. Wer hätte das gedacht? Dann machen wir da noch so ein Pfirsichgelee. Dann haben wir das gekauft, das. Mahoni, kannst du auch. Schottnei. Ah. Langt das noch zeitlich? Ich glaube es nicht. Ich glaube, das muss ich morgen machen. So schaut es dann noch um. Die zwei noch. Oh oh. Langt das noch? Den Trüffelöl kaufen, wieder rein. Oh Gott, ins Bett rein. Tschüss. Jawohl. So, sehr gut. Das wäre der 14. Tag im Sommer gewesen. 27.000 Gold. Ja, wir haben recht viele Erdbeere verkauft. He. Was haben wir dort? 39 plus 42 sind 81. Sind 93 Erdbeere. He. Ja gut, das schittet natürlich rein. Mit zwei Trüffelöl am Schluss noch dazu. Der Rotkohlsaft, auch 819. Schön. Ziegenkäse, das ist ja also auch wieder Standard-Peng. Also ja, es läuft. Ich bin ein gespannt, was aus dem Schatten ein wird, ob wir das überhaupt können. Boah, die Ridium-Entenfeder gibt auch einfach 500. Cool. Das einfach nur so nebenbei, neben dem Ei. Ist ja super. Ich bin echt gespannt, was aus dem Schatten ein wird, ob wir das überhaupt, ob ich das überhaupt richtig verstanden habe, dass ich das dort kann ausbrüten kann. Bei unserem Hof. Aber hey, wir werden das herausfinden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs dabei sein bei dieser Folge. Wäre mega cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und ciao zusammen!